Liebe Menschen, wir machen heute ein kleines Fazitvideo zu unserem Hashtag Citytrip nach Italien. Falls ihr die Vlogs aus dem Urlaub noch nicht gesehen habt, ich habe eine Playlist erstellt und die verlinke ich unten in der Beschreibung und in der Infokarte oben rechts. Für die, die Infokarten sehen, hier ist nochmal die Aga. Hallo Aga. Hallo. Ja, ich glaube, die Zuschauer haben dich schon lieben gelernt, ne? Hier immer wie dieses zerstrittene Ehepaar, das auf Reisen ist und über alles meckert, was es da zu sehen gibt. Wir haben jetzt mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir ansprechen wollten. Wir wollten mal euch berichten, was uns an Italien so aufgefallen ist, was da so anders ist als bei uns, was wir besser finden als bei uns, vielleicht auch, was wir schlechter finden als bei uns. Und am Ende, ob es sich lohnt, da mal hinzufahren, ob wir euch das empfehlen würden. Wir haben ja verschiedene Städte uns angeguckt und ich guck jetzt gerade auf den Zettel und muss lachen, weil hier steht keine Soßen. Wir haben verschiedene Städte kennengelernt und uns ist aufgefallen, hier haben keine Soße im Restaurant. Nein, stimmt nicht ganz, aber das war dein Thema, keine Soßen. Das war mein Thema? Ich hab das. Ach so? Ja. War es so? Na, wir haben ein bisschen gebrainstormt. Nee, uns ist einfach aufgefallen, dass die Italiener einfach ein bisschen anders essen, beziehungsweise auch die Mengen deutlich kleiner sind als in Deutschland. Also in Deutschland wird einem wirklich der Teller vollgeknallt. Sieht oft auch nicht besonders appetitlich aus. In Italien ist es ein bisschen anders, da fallen die Portionen ein bisschen kleiner aus und sind dann aber auch besser dekoriert. Sind besser dekoriert, es sieht ansprechender aus und am Anfang denkt man, was, davon soll ich satt werden, aber es klappt tatsächlich und es klappt sogar sehr gut. So hat man auch ein bisschen mehr Vielfalt, kann sich dann überlegen, ob man danach noch ein Dessert isst und ja, und es gibt halt auch nicht so dieses typische Fleisch, Kartoffeln und dann schön viel Soße drauf. Das ist halt in Teilen ein bisschen anders. Also, und am besten noch fettig, die Soße. Und am besten noch fettig, ja. Und noch irgendwie zweimal Butter rein. Sodass du eigentlich Sahne. Gar nicht mehr das schmeckst, was du als Hauptgericht da hast, sondern du schmeckst eigentlich nur die Soße bei uns. Genau, damit ist alles übertüncht und das ist in Italien nicht so. Ja, und man trinkt bei uns natürlich dann irgendeine Cola oder ein Bier oder sowas zum Essen. Jedenfalls irgendwas. Weil es auch günstiger ist. Ja, genau, weil wenn ich mir eine Flasche Mineralwasser, so 0,75 Liter im Restaurant bestelle, da bin ich ja 7 Euro los. Ja? Dann kaufe ich mir doch lieber eine Cola mit 0,4 Liter. Und das ist in Italien anders. Da zahlt man dann halt für so eine große Flasche Wasser, also was ist groß, aber 0,75 Liter zwischen 1,50 Euro und 2 Euro im Restaurant. Und die anderen Getränke, die Softdrinks und so, das sind die teureren. Das heißt, du hast einen Anreiz, dich gesund zu ernähren in Italien auf jeden Fall. Und den hast du hier halt nicht. Und es gibt vielleicht auch andere Sachen, wo die Italiener gesünder leben. Man wundert sich so ein bisschen, was das soll, wenn man mit dem Bus zum Bahnhof fährt, zum Hauptbahnhof, oder man will da hinfahren und der Bus fährt eigentlich gar nicht bis zum Hauptbahnhof direkt vor die Tür, sondern der fährt in den Nachbarhäuserblock. Man muss dann noch irgendwie 400 Meter weit laufen, bis man überhaupt am Eingang des Bahnhofs ist. Und das ist in Italien normal. Da gibt es halt ein paar Buslinien, die zum Hauptbahnhof fahren, aber eine hält irgendwie, was weiß ich, östlich des Hauptbahnhofs, die andere hält in irgendeinem Viertel nördlich des Hauptbahnhofs und so weiter. Und dann läuft man eben mit seinem Reisekoffer zwischen 400 und 800 Metern. Ist da völlig normal, ja. Und bei uns, da gibt es Leute, die wollen immer bis vor die Haustür fahren und parken ihr Auto dann am besten direkt in der Haustür, damit sie einen kurzen Weg haben. Tja, aber wenn man dann am Bahnhof ist und mit der Bahn fährt, dann können da schon komische Sachen passieren. Man muss erstmal verstehen, wie die Gleise da geordnet sind. Also Gleis 7 West ist nicht gleich neben Gleis 7, sondern ist ganz woanders. Und wenn man das dann gecheckt hat, dann ist nur noch die Frage, welcher von den Zugangstunneln und Treppen ist denn nicht gesperrt, wenn man mal zur Bahn will. Ja? Also in Italien am Bahnhof muss man auf jeden Fall Zeit mitbringen, um sich vorher zu vergewissern, wo fährt denn wirklich der Zug ab. Da gibt es dann kurzfristige Änderungen und die kriegt man auch nicht unbedingt immer so gleich mit. Was natürlich ein bisschen doof ist. Da ist uns aufgefallen, überall steht Militär rum. Ne? In Deutschland darf ja die Bundeswehr darf ja in Deutschland nur, also für innere Zwecke nur bei Katastrophen eingesetzt werden. In Italien ist es anders mit Militär. Ja, die bewachen Bahnhöfe, die bewachen Stadtzentren, Sehenswürdigkeiten und sowas. Ja, große Plätze halt, große wichtige Plätze. Und stehen dann da mit dem Maschinengewehr rum. Und das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, also merkwürdige, ja, es fühlt sich komisch an. Da wird einem so ein bisschen mulmig dabei, ne? Ja, was war denn noch so anders? Man sieht Kinder abends auf der Straße. Ja, also ich empfinde das auch als typisch deutsch,
dass man dann vor den Kindern steht, na, Kleines, bist du noch gar nicht im Bett? Die sind halt noch nicht müde, werden aber trotzdem ins Bett gesteckt, weil einfach die Uhr das so sagt oder das halt einfach mehr so ein Ritual ist. Und da wird einem ja eigentlich schon anerzogen, nicht auf den Körper zu hören, sondern das halt von außen auferlegt zu bekommen. Und das ist in Italien, haben wir das anders empfunden. Also da haben die Kinder gespielt auf der Straße bis spät abends und sind da auch ausgelassen und glücklich rumgerannt. Was man vielleicht auch in Deutschland eher selten sieht, dass Kinder sich von sich aus alleine beschäftigen und dann auch noch halbwegs sinnvoll und nicht irgendwie den ganzen Laden zusammenschreien, weil sie gerade einen Bonbon haben wollen oder sonstiges. Aber also ich hatte auch den Eindruck, dass die Kinder auch da viel mehr von den Eltern eingebunden sind. Also dass sie auch nicht als nervig empfunden werden, sodass sie auch gar nicht mit negativer Aufmerksamkeit auftrumpfen müssen. Was ist noch so aufgefallen? Baustellen sind besser gesichert, hatten wir euch ja gezeigt in dem Vlog. Also wenn irgendwo ein Baugerüst rumsteht, dann sind da nicht irgendwelche Verstrebungen, wo man dran hängen bleiben kann mit der Schlaufe von einem Rucksack oder irgendwas, sondern die werden abgedeckt. Wenn ein Bauzaun rumsteht, dann ist da so ein rotes Gitter dran, damit man den auch richtig sieht. Und nicht so wie bei uns, wo man, wenn man zu schnell durch die Stadt unterwegs ist mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad, dann fährt man einfach in einen Bauzaun rein. Also das haben sie auf jeden Fall besser drauf in Italien. Was sie teilweise noch nicht so gut drauf hatten, aber bei uns ja auch nicht flächendeckend, sind Online-Tickets für öffentlichen Nahverkehr und so. Also in Bologna musste man sich das am Kiosk kaufen. Das gibt es ja in Polen, gab es das auch. Ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist. Ist immer noch so. Ja, also man kann ja auch zum Beispiel in Berlin Tickets am Kiosk kriegen, aber ich kriege die eben auch in jedem Bus und auf jedem U-Bahnhof. Und das war in Bologna dann schon mal ein bisschen schwieriger, aber die haben auch keine U-Bahn. Generell fand ich die Züge in Italien teilweise ein bisschen heruntergekommen. Die Fernzüge nicht, aber die Regionalzüge. Ne? Das vollgesprayt, wahrscheinlich sind die Graffiti schon seit Jahren da dran. Und das wirkt alles so ein bisschen heruntergekommen, der italienische Regionalverkehr. Ich hatte zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren mal wieder so einen Zug, wo es heißt, man darf die Toilette nicht im Bahnhofsbereich benutzen, weil nämlich die Fäkalien direkt auf die Gleise geschüttet werden. Und das ist dann ein bisschen doof, wenn der Zug gerade im Bahnhof steht und man möchte jetzt gerne spülen, wenn man fertig ist. Naja, dann spült man halt entweder nicht oder die anderen haben dann noch die Freude, wenn man es dann doch tut. Die anderen Fahrgäste, die dann da warten an dem Bahnhof. Wie fandest du das Eis in Italien? Ja, das Eis fand ich sehr lecker, zumal ich das als sehr angenehm empfunden habe, dass es für jede Eissorte einen Eisportionierer gab. Das ist nicht wie man das in Deutschland kennt, dass es wirklich nur einen Portionierer gibt, der wird dann in so eine schöne Brühe getaucht, die dann da wahrscheinlich den ganzen Tag steht. Das ist da ein bisschen anders und auch die Eislöffel, die man ja dann mitbekommt, wenn man das Eis mitnimmt und außerhalb ist, sind auch nochmal eingepackt. Genau. Das ist eigentlich hygienisch auch nochmal ganz angenehm, wenn da jetzt irgendwie nicht jeder schon reingegriffen hat. Und man dann diesen Plastiklöffel im Mund hat. Genau, in Deutschland hat man ja diese Behälter, da sind diese ganzen Eislöffel, liegen da lose drin, diese kleinen Plastiklöffel. Und dann greift man da rein und erwischt erstmal irgendwie mindestens 5 Löffel mit der Hand. Und dann noch den, den man selber rausnimmt. Und schon ist alles voller Bakterien. Und aber das stärkt das Immunsystem. Ne? Wenn ihr in Deutschland Eis essen geht, dann stärkt das Immunsystem. Aber man kann übrigens in Italien kann man dann so eine Kugel Eis auch durchaus mit Karte bezahlen. Ne? Einfach mal kurz Visa-Karte dran gehalten, überhaupt kein Problem. Und bei uns, da gucken die euch an und sagen, nee, also das geht ja nun gar nicht. So kleine Beträge. Also, wobei meines Erachtens kommt es nicht auf den Betrag an. Ja? Also ich kann 500 Euro, kann ich bar bezahlen mit 500-Euro-Schein, kein Problem. Wenn ich das tue, ist das nämlich in einer halben Sekunde erledigt. Ich übergebe nur den Schein. Gut, der andere guckt vielleicht noch auf Sicherheitsmerkmale, das mag dann noch ein paar Sekunden länger dauern. Aber wenn ich einen kleinen Betrag habe, im Supermarkt irgendwelche 3,97 Euro, da dauert doch Kartenzahlung lange. Münzzahlung dauert doch lange. Ich fange dann an zu kramen, habe ich 97 Cent, dann zähle ich das und merke, ich habe nur 93 Cent. Ach Mist, jetzt muss ich auf 4 Euro gehen und mir dann wieder 3 Cent rausgeben lassen, die muss ich dann nachzählen und so weiter. Also ich verstehe die Deutschen nicht, warum die so ein Problem mit Kartenzahlung haben.
ist doch viel einfacher und ist auch nicht unsicherer. Ja? Denn ich verliere mein Geld nicht, wenn ich die Hosentasche ausschüttele oder was auch immer. Und ich kann mir auch bei Kartenzahlung kein Falschgeld andrehen lassen. Ja? Also deswegen, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber die Deutschen sind dafür Innovationen nicht offen genug. Aber in Italien ist es auch noch nicht so weit. Also das ist jetzt auch nicht gerade die Hochburg der Digitalisierung. Über die Online-Tickets habe ich ja schon gesprochen, aber auch freies WLAN ist Fehlanzeige in Italien. Es gibt zwar ganz viele WLANs, aber die sind immer alle verschlüsselt und dann muss man im Restaurant erstmal nach dem Schlüssel fragen und so weiter und das nervt und dann lässt man es eigentlich lieber gleich, bevor ich den Kellner extra kommen lasse, um nach dem Passwort zu fragen. Und das gleiche Problem haben wir auch in Deutschland und das müsste eigentlich nicht sein. Man könnte seinen WLAN auch offen zur Verfügung stellen und haftet dann trotzdem nicht, wenn da einer Blödsinn macht. Ich denke mal, dass in Italien die Rechtslage nicht anders sein wird. Aber ja, da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Geschichte erzählen aus Rimini, wo wir uns ein bisschen fremdgeschämt haben, weil am Strand ja eigentlich nur, ja, eigentlich nur Deutsche waren, ne? Erzähl doch mal. Ja, also wir sind ja sind da so ein bisschen lang gelaufen und da kamen so ein paar kleine Läden, also so Ramschläden möchte ich mal sagen. Und vor uns lief eine Gruppe, ja, mit Touristen aus Deutschland und sie sagte dann irgendwie noch, Mensch Marvin, du Pfeife, du musst heute noch einen ausgeben, du bist das erste Mal mehr und bist ja nicht reingegangen. Und doch, mit den Füßen! Ja, genau, doch, mit den Füßen und dann wurde kurz abgebogen in diesen Ramschladen und der deutsche Touri hat versucht, die Verkäuferin dann zu fragen, wie denn da die Öffnungszeiten sind und ja, wie macht man es am besten in der eigenen Sprache. Ne? Ist hier morgen offen? Sie guckt ihn halt nur mit großen Augen an und ja, wie macht man es am besten? Einfach wiederholen. Morgen offen? Ja, hat es natürlich auch nicht viel besser verstanden, aber es war so ein bisschen Fremdschämen für uns, ja. Weil wir uns dachten hoffentlich, denkt jetzt keiner, wir gehören dazu. Aber wir waren in Rimini auch. Peinlich. Ja, wir waren aber auch in Rimini im Stadtzentrum und da haben wir solche Leute nicht erlebt. Die lassen sich wahrscheinlich bis zu ihrem Hotel fahren und dann gehen sie nur die 300 Meter zwischen Hotel und Strand und das ist dann der Urlaub. Also schon im Stadtzentrum lassen die sich nicht mehr blicken. Ja. Also das war auch alles voller Hotels direkt am Strand. Also ein Hotel nach dem anderen und schön sah das dann auch nicht aus. Ein Sonnenschirm nach dem anderen. Ja. Genau. Der Straßenlärm hat uns total genervt, weil alle mit dem Auto überall hinfahren. Fußgängerzonen gibt es zwar, aber nicht viele. Ich meine, man kann sich auch in deutschen Städten manchmal darüber ärgern, wo überall Autofahren erlaubt ist und was für kleinen Gassen. Aber in Italien, da war es zudem auch noch laut. Die haben ja auch eine andere Art, Auto zu fahren. Also einparken ist ja auch so ein Thema. Ne? Also wenn ihr ein Auto habt, von dem ihr nicht wollt, dass da öfter mal jemand hinten und vorne dran rumschabt, dann fahrt nicht nach Italien. Also wir haben da keine Autos gesehen, die nicht zerkratzt werden, vorne und hinten. Weil es einfach die Art des Einparkens ist, dass man sich Platz verschafft. Da wird einfach der Hintermann ein bisschen geschoben, der Vordermann ein bisschen geschoben. Und dann kann man auch ganz anders parken. Dann braucht man viel weniger Platz zum Parken. Wenn die ganze Reihe Autos einfach ihre Handbremse nicht anzieht und den Gang nicht einlegt, dann kann man ja schieben beim Rangieren. Ja, über Essenszeiten wollten wir sprechen. Ne? Wir haben so ein bisschen anderen Biorhythmus als die Italiener gehabt. Also Frühstücken war sowieso so eine Sache. Ja, die Italiener sind nicht so die großen Frühstücker, die trinken eher einfach einen Kaffee und essen dazu ein Croissant oder so. Also es ist da wirklich ziemlich schwierig, das, was wir hier so kennen, dass man schön ausgiebig frühstückt, das ist da halt einfach nicht üblich. Und deswegen mussten wir das ja erstmal rausfinden und waren erstmal ziemlich lange unterwegs. Ihr habt es gesehen im zweiten Teil vom Venedig-Vlog. Der halbe Vlog war die Frühstückssuche, glaube ich. Bis wir dann rausgefunden haben, gut, dann muss man sich halt ein bisschen anpassen und einfach das essen, was da ist. Was auch ein bisschen schwierig war, weil die Italiener eigentlich erst so gegen Abend dann wieder in der Gastronomie verfügbar sind. Ja, es gab sogar im Extremfall Restaurants, die um 19 Uhr aufgemacht haben und um 21 Uhr wieder zu. Also das ist nicht der Regelfall, aber das gab es auch. Ja, und wenn man halt nicht weiß, wo welches Lokal offen hat und wo nicht,
Ja, und vor allem, wenn man nicht weiß, welches Lokal ist überhaupt, ist es wert, besucht zu werden, was ist keine Touristenfalle. Also das beste Essen haben wir bekommen bei einem Italiener in Chinatown in Mailand. Also das war schon verrückt. Wir hätten niemals gedacht, dass wir ein italienisches Restaurant finden in Chinatown, wo nur chinesische Läden sind und sowas, ja. Oder auch als wir dann eines Abends vom Zug nach Hause kamen, da sind wir an einem anderen Bahnhof ausgestiegen als sonst und sind dann nach Hause gelaufen. Da kamen wir an einem italienischen Restaurant vorbei. Da gab es dann nur noch Pizza um die Uhrzeit, aber das war die beste Pizza des ganzen Urlaubs. Und das haben wir natürlich auch irgendwie erst am letzten Abend oder am vorletzten rausgefunden. Also das ist dann schon ein bisschen schade. Und ganz verrückt war Venedig, fand ich. Venedig war was ganz Besonderes. Nicht hier das Venedig in Erfurt. Wir sind hier gerade in Klein-Venedig und nehmen auf. Aber dort gibt es nämlich keine Fahrräder. Die sind verboten. Und sogar das Rumschieben von Fahrrädern ist verboten. Also Fahrräder komplett verboten. Es wird alles zu Fuß gemacht oder mit dem Boot. Man kann auch mit einer Gondel fahren. Das war uns dann ein bisschen zu teuer. Aber allein schon der Wasserbus war ja teuer. 7,50 Euro ab der ersten Haltestelle. Das ist natürlich auch nur so ein Touristenabzockerpreis. Für die, die länger da sind, gibt es dann schon günstige Wochenkarten oder günstige Monatskarten. Aber für den, der nur für ein, zwei Tage in Venedig ist, der zahlt sich da richtig dumm und dämlich. Also Venedig war die reinste Geld-aus-der-Tasche-Zieh-Maschinerie. Also wirklich, Venedig ist einfach nur Kommerz, muss man so sagen. Ja, was hast du noch für ein Fazit zu ziehen aus diesem Urlaub? Würdest du trotzdem wieder nach Italien fahren, ja, oder wenn, dann lieber woanders hin? Ja, ich würde vielleicht nicht unbedingt wieder eine Städtereise machen. Das ist dann, also es ist sehr interessant, aber es dient natürlich jetzt auch nicht unbedingt zur Erholung. Ne? Also es war schon auch sehr stressig. Also ich würde auf jeden Fall das nächste Mal eher irgendwo aufs Land, vielleicht so Richtung Toskana oder ähnliches. Aber ich würde auf jeden Fall auch wieder nach Italien. Okay, vielleicht findet man auf dem Land auch ein paar Lost Places, die man sich angucken kann. Wir hatten da nicht so den Erfolg, wir haben jetzt nicht speziell nach Lost Places gesucht. Und die verlassenen Gebäude, die wir gesehen haben, die waren immer alle zugerammelt. Ja? Also da war nicht mal eine Tür offen oder so, dass man mal kurz reinguckt. Das ist aber bei uns in den Städten ja auch nicht anders. In der Innenstadt ist ja selten der Lost Place ungesichert, weil da sonst jeder hin zum Kunst reingeht. Da muss man dann schon mal ein bisschen am Stadtrand gucken und da waren wir selten. Also am Stadtrand waren wir eher selten unterwegs. Denn bei so einem Städtetrip, da schafft man auch nicht viel. Man kommt da irgendwie morgens um 10 oder 11, kommt man mit dem Zug an. Ihr seht, für mich ist 11 morgens. Ja, das ist mein Biorhythmus. Man muss halt versuchen, mit dem letzten Zug um 22, 23 Uhr wieder wegzukommen. Und da ist dann keine Zeit für Urbex. Aber das nächste Urbex-Video kommt am Freitag um 15 Uhr. Und wir machen jetzt Schluss, genau. Kaffee und wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Kanal weiter und gebt einen Daumen nach oben und die Dame ist schon weg. Das ist so typisch. Ja, ne? Sie hat null Bock auf diese Geschichten. Die ist einfach so kamerascheu, die Aga. Was soll man machen? Also, wir sehen uns am Freitag. Bis dann. Ciao.